Rebecca, ich habe dich beobachtet. Was, warum? Naja, weil du hier irgendwie ziemlich verknallt rüberkommst. In 2 Tagen beginnt der Prozess. Wir hatten einen Deal. Du bekommst meine 50%. Dafür lässt du Timo laufen. Clarisse ist unschuldig. Tanja hat den Bauleiter bestochen. Was? Und ich habe Tanja gedeckt. Ich finde, dass ich eine Entschädigung verdient habe. Überzeuge das Gremium, dass ich das bekomme, was mir gehört. Meine Firma. Helfen Sie meinem Mann, der ist noch draußen. Elisabeth! Ich habe dich fast vermisst auf meinem Kurztrip nach Mailand. Ich habe ihn mehrmals auf die Mailbox gesprochen. Warum haben Sie mich nicht zurückgerufen? Ja, so groß war meine Sehnsucht dann doch nicht. Können Sie ja mal nach oben bringen. Hast du den Champagner kalt gestellt? Also ich finde, wir sollten wenigstens einmal auf Clarissas Abgang anstoßen. Was diese Frau angeht. Es war nicht richtig. Ich habe Ludwig. Was willst du mir sagen? Ich habe Ludwig informiert, dass wir Frau von Anstetten den Pfusch am Bau untergeschoben haben. Du hast was? Sag mal, bist du durchgedreht? Die Geschichte ist aus, Clarissa ist weg. Ich weiß, diese Frau ist das Allerletzte. Und du läufst ihr gerade den Rang ab. Alles war gut. Nein, das war es nicht. Und ich bin mir sicher, dass auch ihr Mann nicht gutheißen würde, was wir getan haben. Sebastian hätte das doch gar nicht erfahren. Wovon hätte Sebastian nie etwas erfahren? Lass uns doch am besten direkt nach oben gehen. Emma ist schon da. Tanja, was ist los? Ich hatte eine kleine Überraschung für dich geplant, eine kleine. Von der ich nie etwas erfahren sollte. Du warst auch schon mal überzeugender. Es tut mir leid, Tanja. Vielen Dank, du warst so wahnsinnig hilfreich, Elisabeth. Du kannst dich doch sicherlich an diese Bauintrige in den neuen Firmenräumen erinnern. Da, wo herauskam, dass minderwertige Stahlträger verwendet wurden für den Ausbau. Ja, natürlich erinnere ich mich. Das Ganze ist gerade mal 2 Tage her. Clarissa wollte doch Elisabeth diesen Baufusch unterjubeln, nicht wahr? Mhm. Nein. Du hast das eingefädelt? Ich wusste es. Ich wusste es. Ich habe dich sogar noch gefragt und du lügst mich an! Jetzt lass es mich doch mal erklären. Oh Mann, ich ergebe mich. Ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich Rebecca bin. Was immer sie in den letzten Tagen mit dir angestellt hat, aber du bist wieder da. Bei mir. Du, musst du nicht arbeiten? Du hattest recht. Ich weiß, aber mit was jetzt genau? Ja, mit allem. Ich bin einfach verloren. Ich kann dir noch nicht mal Schokolade anbieten. Vielleicht hilft dir ein Tee. Boah, mit deinem Tee bei mir hilft nichts mehr. Verstehst du? Ich hab's gewusst. Marlene? Wenn ich nicht schon vorher so verknallt in dich gewesen wäre, dann hätte es mich spätestens jetzt erwischt. Vielleicht ist Wet Fantasy ja doch kein so schlechter Name für Rebeccas Kollektion. Das stimmt, was du vorhin gesagt hast. Rebecca hat wirklich gezaubert. Ich bin wahnsinnig froh, dass sie da war in den letzten Tagen. Manchmal ist es eben besser, eine Frau, eine Freundin an seiner Seite zu haben, wenn du verstehst, was ich meine. Okay. Du hast dich also verliebt. Das ist ja grundsätzlich erstmal schön. Schön? Also jetzt von in Marlene? Wenn ich weiß, sie eine Frau ist. Du hattest auch schon mal was mit Miriam. Sie ist die große Liebe meines Bruders. Das geht einfach gar nicht.
Ach, und überhaupt, vergiss einfach alles, was ich gesagt habe. Ich meine, was ich hier gerade abziehe, das ist doch einfach nur erbärmlich. Ich bin doch kein verdammter Teenie mehr. Ich drück das einfach alles weg. Klar. Ja. Mann, ich dachte immer, uns kann man nicht so leicht täuschen. Ich habe doch keine Ahnung von Stahlträgern und Baustatik. Wie sollte ich damit jemanden betrügen? Stimmt, spätestens da hätte uns was auffallen müssen. Egal. Wenigstens ist der Plan jetzt aufgeflogen. Tanja hat ja schon so manchen hinters Licht geführt, das muss ich zu eurer Verteidigung sagen. Du wirst mit einem blauen Auge davonkommen. Was? Das ist ein Prozess. Du hast den besten Verteidiger Deutschlands. Und auch den teuersten. Wann triffst du den Dr. Schützler? In einer knappen Stunde. Na, dann musst du jetzt los. Er hat eine gute Strategie. Mach genau das, was er sagt. Verstanden? Er holt dich doch raus. Das hat er mir zugesichert. Ich bin gespannt, wie er das machen will. Ich habe Tanja von Lanschel entführt. Milder, nur Umstände. Du hattest gerade erfahren, dass Tanja deinen Vater ermordet hat. Was zu beweisen wäre? Dr. Schützler wird dafür sorgen, dass du mit Bewährung davonkommst. Du brauchst nicht nervös sein. Nervös? Sehe ich etwa so aus, als wäre ich nervös? So, ich muss los. Soll ich dich begleiten? Nee, das kriege ich schon alleine hin. Danke, Süße. Und danke für den Multivitaminsaft. Gerne. Das war falsch. Ich hätte Tanja nicht gleich bei ihrer Ankunft damit konfrontieren sollen. Liebes, tust du mir einen Gefallen? Nein, am besten zwei. Hör auf, herumzulaufen und setz dich hin. Oh, entschuldige. Und hör auf, dich zu entschuldigen! Tanja hat Sebastian angelogen. Du hast lediglich die Wahrheit gesagt. Aber Sebastian hätte es nicht so erfahren dürfen. Ja, die Wahrheit bleibt in diesem Fall dreckig, auch wenn man sie in schöne Worte kleidet. Ich war auch an der Umbaugeschichte beteiligt, falls ich dich daran erinnern darf. Ja, das weiß ich. Aber im Gegensatz zu Tanja hast du diesen Fehler eingesehen, obwohl du allen Grund hattest, auf Clarissa sauer zu sein. Ja, ich bin eben nicht wie Tanja. Was? Ich bin eben nicht wie Tanja. Ja, Gott sei Dank. Wegen dieser Frau muss die gesamte Baustelle überprüft werden. Das wird uns ein Vermögen kosten. Diese Frau schadet nicht nur Sebastian, sondern der gesamten Familie. Aber sie gehört zu unserer Familie. Ja, leider. Sebastian muss endlich einsehen, dass diese Frau Gift für ihn ist. Sebastian, meinst du nicht, wir sollten vielleicht noch mal reden? Hör zu, ich wollte Clarissa in Ruhe lassen, für dich. Aber die Stahlträger waren schon ausgeliefert und Elisabeth... Du hast mir dein Wort gegeben. Als Clarissa an den Pranger gestellt wurde, da habe ich dich doch gefragt. Steckst du dahinter? Und deine Antwort war, nein, natürlich nicht, mein Schatz. Du hast mir eiskalt ins Gesicht gelogen und das keine 12 Stunden, nachdem du mir versprochen hast, endlich damit aufzuhören. Es tut mir leid. Es tut es nicht. Wow. Der Burgfrieden hat ja nicht mal 2 Tage Mailand überlebt. Respekt. Was gibt's denn? Ey, das gibt's ja nicht. Das ist mein absoluter Lieblingsdesigner. Wofür? Naja, es ist ein kleines Dankeschön. Du hast ja ziemlich gelitten unter mir in den letzten Tagen. Ach Quatsch, nur weil ich mit dir ins Wasser gesprungen bin? Naja, das war ja wohl wirklich nicht alles. Was sind die Fotos vom Shooting? Komm, zeig mal. Ja, ich halte dich gerade wirklich vom Arbeiten ab, oder? Ach nein. Du warst auch schon mal überzeugender. Weißt du was, das macht nichts. Ich muss sowieso gleich proben. Was hältst du davon, wenn ich später nochmal komme? So um 7? Und dann können wir uns ganz in Ruhe die Fotos angucken. Ja, keine Widerrede. Ich verspreche auch, dass ich dir nicht die Ohren voll jammere. Und ich bringe Champagner mit.
Champagner. Ja. Ja, das ist ja wohl das Mindeste. Also bis später, ich freue mich. Tschüss. Tschüss. Süße, was machen wir jetzt mit deinem Vater? Also ich weiß, er hat natürlich recht, ich habe ja Fehler gemacht, aber das hätte ja gar keiner gemerkt. Sebastian wird nicht gutheißen, was sie da getan haben, Tanja. Ah, ja, ich weiß. Schrecklich, solche Menschen, oder? Aber so ist sie eben, die gute heilige Elisabeth. Und weißt du was, jetzt habe ich wieder Clarissa am Hals und dein Vater redet kein Wort mit mir. Hey, alles klar? Tim, ich habe mit deiner Mutter telefoniert. Fluglotsenstreik, sie schafft es nicht rechtzeitig zum Prozess. Jetzt schaut doch nicht so. Wir kriegen das auch ohne Mama hin. Schlimmer wäre es doch, wenn mein Anwalt irgendwo festhängen würde. Na, stimmt. Auch ein Kaffee? Nee, ich hab heute schon genug gehabt, danke. Was hat er gesagt? Was denn? Was hat dein Anwalt gesagt? Wie will er deine Verteidigung aufziehen? Jetzt lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Lass mich doch erst mal ankommen. Ja, das war schon besser. Jetzt entspannt euch doch mal. Entspannen? Entschuldige bitte, mein Sohn hat morgen seinen Prozess wegen bewaffneter Entführung. Kommt gerade von seinem Anwalt, wo er keinen von uns dabei haben wollte. Und erzählen will er darüber auch nichts. Ich bin, vorsichtig gesagt, ein wenig nervös. Musst du aber nicht. Der Typ hat alles im Griff. Welcher Typ? Der Typ Anwalt oder der Typ Sohn? Beide. Aber besonders der Anwalt natürlich. Dann ist er genauso gut, wie Clarissa gesagt hat. Aber hallo. Sebastian? Psst. Sie versucht gerade einzuschlafen. Weißt du, wo mein Sohn ist? Nein, dank deiner Frau legt er keinen gesteigerten Wert auf meine Nähe. Das hast du dir selber zuzuschreiben. Wenn du das sagst, wird das wohl stimmen. Glaubst du, Elisabeth ist schuld an eurem Zerwürfnis? Ist das eine Moralpredigt? Danke, mein Bedarf ist für heute gedeckt. Du hast minderwertiges Baumaterial eingekauft und es dann Clarissa in die Schuhe geschoben. Ach, die Arme. Aber stimmt. Sie hat ja einen Stein bei dir am Brett. Du hast dich strafbar gemacht. Glaub ja nicht, dass ich dir das durchgehen lasse. Willst du mich anzeigen? Nur zu. Deine Frau und Charlie stecken seit Wochen mit drin. Hast du gar keine Angst? Vor dir? Lass mich kurz überlegen. Nein. Solltest du aber. Linie CL braucht eine kompetente Führung. Und ich wüsste da schon jemand. Du bluffst. Lass dich überraschen. Wenn Sie sonst noch einen Wunsch haben, Contess. Danke, ich komme zurecht. Was? Nichts, ich komme später noch mal. Oder vielleicht besser morgen? Hä, wieso? Wieso? Na ja, so wie es hier aussieht, so wie du aussiehst, legst du keinen Wert auf meine Anwesenheit heute Abend. Aber keine Sorge, von mir erfährt keiner was. Du bist alt genug für ein Date. Das ist kein Date. Ist es wohl. Viel Spaß. Das Schlüsselreizkonzept der klassischen Ethologie. Ich glaube, es gibt zurzeit nichts, was mich mehr anmacht. Timo, wir müssen heute auch nicht lernen. Wir können auch einfach ein bisschen rumgammeln oder Kim und Emilio anrufen oder ein bisschen reden. Ach so, ja? Weil es sich für mich sowieso nicht lohnt, fürs Abi zu lernen? Weil ich sowieso bald im Knast bin? Nein, Quatsch. Glaubst du das denn? Okay, pass auf. Wie heißt die Bezeichnung für eine in einer Konfliktsituation plötzlich auftretende situationsfremde Verhaltensweise? Übersprungshandlung. Was? Übersprungshandlung, der Begriff, den du gerade suchst. Das ist im Übrigen genau das, was du gerade machst. Du springst auf, weil gerade an nichts anderes geht. Ein Konflikt ist die Gerichtsverhandlung morgen. Und du kannst dein Problem gerade nicht ändern. Du kannst nicht die Entführung rückgängig machen und du kannst auch nicht einfach abhauen, wie du es gerne würdest. Was geht denn gerade bei dir ab? Steht der ganze Psychoscheiß auch in deinem Biobuch? Nein, aber ich will dir doch nur helfen. Du willst mir helfen?
Mann, oder gib wenigstens zu, dass du vor morgen schießt. Hab ich überhaupt gar nicht. Was wollt ihr denn alle von mir, Leo? Außerdem kann ich nichts dran ändern, also hör auf mit dem Gequatsche. Mann, Timo, aber... Hör auf! Rate mal, wo ich gerade herkomme. Du warst beim Architekten. Er hat ein paar super Vorschläge für unseren Club gemacht. Wir haben doch noch nicht mal den Kaufvertrag. Du musst dir das anschauen. Ich wollte gerade zu Rebecca. Los, mitkommen. Hier kommt der Pool hin, stimmt's? Ich gebe zu, die Fischtapete ist nicht ganz so hübsch wie auf deinem Modell. Hey. Also, ich dachte, hier könnten wir... Eine Wand rausnehmen und die Bühne aufbauen. Und dahinter, um 90 Grad gedreht, die Lounge. Mit Plüsch und Leder. Aber doch so, dass man alles davon aussehen kann. Sag mal, kannst du Gedanken lesen? Manchmal. Und außerdem ist das Ganze in meinem Sinne. Ich brauche mein Publikum und je entspannter, desto besser. Dann nehme ich mal an, hat Fräulein jeweils auch nichts gegen ein Glas Rotwein einzuwenden. Prost, Rebecca. Du siehst einfach toll aus und es ist wirklich ein schöner Abend mit dir. Das können wir wirklich öfter machen. Ich liebe dich. Ich weiß. Rebecca. Rebecca, das tut mir so wahnsinnig leid. Nein, das ist kein Problem. Ja, Ich hab nicht gewartet. Nein. Ich hab so viel um die Ohren. Ja, genau. Die Bilder, die laufen ja nicht davon. Ja, klar. Mhm. Ja, wir sehen uns. Tschüss. Das nenne ich mal regressiv. Ein kleiner, bockiger Junge zerstört mutwillig seine eigenen Spielsachen. Jetzt hast du es Mutti aber richtig gezeigt. Ah, ich verstehe. Zwei Tage am Stück mit Tanja und du führst dich leer, benutzt, frustriert. Dir ist nach Schweigen. Ist dir eben schon mal aufgefallen, dass sich niemand dafür interessiert, was du so von dir gibst? Tatsächlich. Ist aber schade. Also ich finde, wenigstens du solltest mir ab und zu mal zuhören. Warum sollte ich meinen Geist belasten mit deinem verbalen Abfall? Vielleicht, weil ich so nett bin, dir tatsächlich eine Möglichkeit zu schildern, wie du Tanja erträgst. Schick sie zum Teufel oder sonst wohin. Hauptsache ganz weit weg. Ich merke schon, das überfordert dich im Moment ein bisschen. Ich lass dich mal allein. Wow, der erste gute Gedanke, den du heute hattest. Da sage mal einer, ich sei nicht empathisch. Mir ist natürlich klar, dass du im Moment brauchst, um über meinen Vorschlag nachzudenken, aber komm schon, Sebastian, du kannst es doch. Es ist so leicht, sich lästiger Dinge zu entledigen. Wart mal ab. Die Herren haben noch einen Wunsch. Nee. Ich wollte nur meinem Kumpel Timo zeigen, wie wunderbar die Klingel funktioniert. Danke, Justus. Ach! Justus, können Sie die bitte entfernen? Danke sehr. Parvenu.
Geil, oder? Emilio? Wolltest du mir nicht bei den Bücherkisten helfen? Die Bücherkisten. Ach ja, richtig, die Bücherkisten. Wir haben mal kurz was zu erledigen. Mach ja keine Bruchlandung. Pass du auf, dass du dir keinen Bruch holst. Timo, es tut mir leid. Ich wollte dich vorhin wirklich nicht nerven. Und dir auch keinen Schlauberger-Vortrag halten. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich noch machen soll. Ich meine, morgen ist der Prozess und ich würde dich am liebsten gar nicht mehr loslassen. Und stattdessen streiten wir uns. Scheiß letzter Abend, hä? Was soll denn das heißen, letzter Abend? Du kommst auf Bewährung frei. Das hat dieser Dr. Schützler doch auch gesagt. Clarissa gibt ihm ja auch gut Geld, dass er ordentlich heiße Luft von sich lässt. Mann, Leo, glaubst du, ich weiß nicht, wie das morgen abläuft? Haben Sie Tanja von Lahnstein entführt? Ja, weil sie meinen Vater ermordet hat. Haben Sie Beweise? Nee. Gut. Dann kriegen Sie auch nur 10 Jahre Freiheitsstrafe. Ohne Bewährung. Der nächste bitte. Und jetzt? Jetzt mache ich das, was ich am besten kann. Abhauen. Hey! Hey! Ja, so sieht wahre Wiedersehensfreude aus. Soll ich besser wieder gehen? Na, Quatsch, ich... Ich dachte nur, es ist Christian, der hat mal wieder seinen Schlüssel vergessen. Ach so, und ihr beide wolltet einen romantischen Pärchenabend haben? Nee, kein Thema. Komm rein. Okay, willst du drüber reden? Liebe am Abgrund. Die Komödien waren wohl gerade ausverkauft, hm? Ich weiß auch nicht. So, mach's dir schon mal bequem. Ich bin gleich wieder bei dir. Popcorn und Burning Hero. Hey. Hey. Und ihr seid sicher, dass ich nicht störe? Quatsch, du störst doch nicht. Ja, dann können wir ja losen. Welchen Film wir gucken. Wir nehmen Wir nehmen deinen. Danke. Was würde ich nur ohne euch machen? Setz dich. Danke, ich stehe lieber. Sebastian, ich mache mir große Sorgen. Du weißt, was ich von Tanja halte. Könntest du bitte zum Punkt kommen? Ich habe akzeptiert, dass sie deine Frau ist. Sie ist die Mutter deiner Tochter und meiner Enkelin. Du liebst sie, auch wenn ich es nicht nachvollziehen kann. Das verlangt doch niemand von dir. Sebastian, wir machen alle Fehler. Und auch ich schließe mich natürlich nicht aus. Aber Tanja hat den Bogen überspannt. Ich kann nachvollziehen, dass sie Clarissa nicht mag. Ach was. Aber sie ist in diesem Fall zu weit gegangen. Bei diesem Bauskandal hätten Menschen sterben können. Was das jetzt? Wen haben wir denn da? Warum verschwindest du nicht einfach und lässt mich in Ruhe meinen Kaffee trinken? Besser, du gewöhnst dich an meine Anwesenheit. Ich werde bald wieder Geschäftsführerin sein. In meiner Firma. Nur über meine Leiche. Ja. Du wirst alles verlieren. Alles.
Sie wird Konsequenzen ziehen müssen. Dafür werde ich persönlich sorgen. Tu, was du nicht lassen kannst. Sebastian, bist du wirklich glücklich mit dieser Frau? Jeden Tag, jede Stunde und jede Sekunde meines Lebens, ja. Dann erwarte ich, dass du sie in den Griff bekommst und so etwas nie wieder passiert. Du das? Den haben Arno und Ricardo dir gekauft. Schöne Grüße. Ich meine, eigentlich ist das alles hier. Mhm. Aber Emilio hat mir geholfen. Er kennt einen super Tapasladen. Wir haben sogar die Albondigas gekauft. Die Hackbällchen. Genau. Setz dich doch. Danke. Bitte? Für dich. Für mich? Ich habe all unsere nächsten Klausuren eingetragen. Oh, toll. Und unseren Abiball, meinen Geburtstag natürlich ganz fett. Und den von Kim und Emilio. Und am besten feiern wir die alle zusammen. Wenn du doch mal alles so vergisst. Was? Nee. Und wenn alles vorbei ist, dachte ich, fliegen wir beide irgendwo hin. Nur wir zwei. Du glaubst wirklich an mich, ja? Natürlich. Du kommst nicht ins Gefängnis. Niemals. Na ja, an dir soll's nicht scheitern. Und an meinem seriösen Auftritt auch nicht. Auch eine Übersprungshandlung? Nee. Ganz im Gegenteil. Anstand? Darf ich Ihnen was zu trinken bringen? Nein. Ich weiß, dass dir das nicht gefallen wird, aber wenn dir die Zukunft deines nichtsnutzigen Enkels am Herzen liegt, dann hältst du deine Füßchen still. Möchtest du in deiner unbeholfenen Art andeuten, dass ich die Geschäftsführung meiner Firma ablehnen soll und du dafür deine Aussage gegen Timo zurückziehst? Mhm. Ich hätte es nicht hübscher sagen können. Ich lasse mich nicht mehr auf einen Deal mit dir ein. Ich an deiner Stelle würde es mir überlegen. Du bist nicht mehr in der Position, um Forderungen zu stellen. Hallo? Ich habe schon eine Idee, wohin. Ach, sag bloß. Ich bin schon manchmal ein ganz schönes Hasenloch, ne? Manchmal? Entschuldigen Sie mal bitte. Aber es hätte auch gereicht, wenn Sie einfach nur Nein gesagt hätten. Was ist es eigentlich für ein Typ, dein Anwalt? Kurz überlegen. Er ist klein, dick und hat keine Haare.
Hey, genau mein Typ. Sag mal. Nee, jetzt mal im Ernst. Ist halt so ein Anwalt wie aus so einem Gerichtsfilm. Erst sind alle gegen dich und wollen dich am liebsten selbst hinrichten. Und dann kommt sein Auftritt. Und er hält eine Wahnsinnsrede. Und danach sind alle Augen feucht und alle glauben an deine Unschuld. Wow. Was erwartest du eigentlich von mir? Dass ich Tanja jetzt vorschreibe, was sie zu tun und was sie zu lassen hat? Ich bin nicht sicher, dass das reicht. Einen Moment mal, du erwartest jetzt nicht ernsthaft, dass ich meine Frau verlasse? In guten wie in schlechten Zeiten ist nur ein dummer Spruch für dich, was? Nein. Ich frage mich nur, wann die Guten bei euch kommen. Ich liebe sie. Und ob wir Probleme haben und wie wir damit umgehen, das geht dich überhaupt nichts an. Da hast du im Prinzip recht. Aber Tanjas Verhalten schadet nicht nur der Firma, sondern auch unserer Familie. Und das, mein Sohn, lasse ich nicht zu. Sie hat Landstein Enterprises unterstützt, als wir am Boden lagen. Und sie hat Linie CL wieder aufgebaut. Ist das alles wieder vergessen? Natürlich nicht. Wir zahlen ihr eine kleine Abfindung. Und dann jagen wir sie vom Hof. Vergiss Tanja. Oder hast du etwa Angst vor ihr? Mein Gott, Tanja weiß, dass sie einen Fehler gemacht hat. Und ich verzeihe ihr. Aus einem ganz einfachen Grund. Weil wir uns lieben. Halleluja. Alter, wie siehst du denn aus? Hast du deinen Anwalt gekündigt und verteidigst dich jetzt selber? Ich hoffe nicht. Ey, du siehst aus wie ein Bankberater. Hast du schon mal in den Spiegel geschaut, als du im Schalters gearbeitet hast? Ja, ich sah verdammt geil aus, aber ey, das geht gar nicht, mein Lieber. Ich meine, der Richter soll mich ja nicht geil finden, sondern er soll denken, dass ich ein Bankberater bin. Ganz seriöser und unschuldig. Ich finde, Timo sieht ziemlich gut aus. Was sagst du, Kim? Irgendwie sexy. Sag mal, ist das eine Sehschwäche? Nein. Was hast du mit Timo gemacht? Gezaubert? Vielleicht ein bisschen. Ah, Clarissa! Guck mal, ich übe gerade meinen Auftritt für morgen. Geht das so? Ach, toll. Ja? Mach dir keine Sorgen. Ich werde mich morgen benehmen. Darum mache ich mir keine Sorgen, Thomas. Es gibt ein Problem. Dein Anwalt, Dr. Schützler, er hatte einen Unfall. Er kann dich morgen bei Gericht nicht vertreten. Ich weiß, es ist nur ein Bildband. Nichts im Vergleich zu dem, was du für mich getan hast. Du hast mir mein Lachen zurückgebracht und nicht nur das. Glaub mir, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich ohne dich machen soll. Und ich hoffe, dass ich dir auch irgendwann einmal geben kann, was du dir am sehnlichsten wünschst. Deine Marlene. Das kannst du nicht. Oh, entschuldigen Sie die Störung, Contess. Ich bin nur gekommen, um den Beamer abzubauen, wie Sie es gewünscht haben. Ja, das können Sie doch auch morgen erledigen. Gute Nacht. Timo, das heißt doch noch gar nicht, dass du verurteilt bist. Clarissa wird sicher... Ja, das wird sie. Nehmen wir uns einfach den nächsten Staranwalt. Es gibt ja so viele Gute. Vielleicht kann man den Gerichtstermin auch einfach verschieben. Schließlich kannst du doch gar nichts dafür, dass der Anwalt einen Unfall hatte. Leo, ich glaube, ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß. Dein ganzes Wunschdenken bringt uns kein Stück weiter. Entschuldigung, ich wollte nur helfen. Was wolltest du? Du wolltest ein Stück realistisch sein? Okay, lass uns mal realistisch sein. Wie viele Jahre kriege ich? 3? 5? Vielleicht geben sie mir auch gleich 10 Jahre im Knast. Vielleicht auch nur eine Jugendstrafe und Sozialstunden. Und die rockst du locker ab, neben dem Abi und neben der Pilotenausbildung. So, Schluss mit Märchenstunde.
Wir müssen unsere Pläne ändern. Tanja von Lahnstein wird mich in den Knast bringen. Danke, dass du mich vor deiner Familie verteidigt hast. Doch, das bin ich gewohnt. Ich bin Anwalt. Allerdings, wenn ich einen Menschen verteidige, dann muss ich mir natürlich sicher sein, dass er es wert ist. Sonst lege ich mein Mandat nieder, wenn du verstehst, was ich meine. Dein Krieg gegen Clarissa ist hiermit beendet. Ja. Klar. Und wir beginnen noch gleich mit dem ersten Schritt. Morgen ist doch diese Verhandlung gegen ihren Enkel, Timo Mendes. Du willst jetzt nicht, dass ich die Aussage gegen ihn zurückziehe, oder? Der Junge ist doch nur ein weiteres Opfer in eurem Kleinkrieg. Dieser Junge hat mich entführt mit einer geladenen Waffe. Ich hätte tot sein können. Darum geht es dir nicht und das wissen wir beide. Tanja, hör endlich auf mit deinem Hass gegen diese Frau. Das macht dich hässlich. Sehr charmant, danke. Es tut mir leid, dass ich auf dein ästhetisches Empfinden keine Rücksicht nehmen kann. Ist dir eigentlich klar, dass du unsere Ehe aufs Spiel setzt? Nur weil du davon besessen bist, diese Frau zu zerstören? Ich bin nicht besessen. Aber ich weiß, nur wenn sie weg ist, wird alles wieder gut. Jetzt hör auf und hör mir verdammt noch mal zu, denn ich sag das nur einmal. Wenn du morgen gegen diesen Jungen aussagst, dann war's das mit uns. Endgültig.